Willkommen zusammen zu einer Map-Vorstellung, und zwar der Maibaumfarm. Das ist eine fiktive Karte aus Irland mit sehr, sehr schönen großen Feldern, vielen Feldern. Das ist eine Einfachkarte und die ist nicht nur für PC, sondern auch für alle Konsolen erhältlich. Sieht jetzt hier relativ flach aus, wo ich gerade bin, aber ich kann euch sagen, das drückt. Also wir haben hier unten definitiv eine Sinke drin und auf einem anderen Teil der Map ist auch ganz schön hügelig und wir haben hier alles Mögliche dabei. Ich habe hier schon sehr, sehr viel entdeckt. Grundsätzlich haben wir, wenn wir uns die Karte mal anschauen, sehr, sehr viele vorgefertigte Höfe. Wir haben hier so einen Hofbereich, hier, da, 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 da. Und da, also insgesamt sind es 5 vorgefertigte Höfe, die sogar schon Mischten und alles haben. Und dann noch ein paar kleine andere. Ja, da stehen jede Menge Ställe und Unterstände, Silos und so weiter rum. Da hinten ist auch die Biogasanlage dann in der Nähe. Da sind so die Wohnhäuser dazu. Und man hat tatsächlich die Möglichkeit, alle Gebäude abzureißen. So alles, was hier steht, auch die Zäune, kann man alles abreißen, solange es in dem Bereich ist, der einem gehört. Und was ich richtig genial finde, ist einfach auch, schön viel Platz hat es hier. Hier hinten ist zum Beispiel ein Hühnerstall, müsste das sein. Oder ist ein Schweinestall? Nee, ist ein Schweinestall. Und schaut euch an, wie groß die Weide dazu ist. Das ist einfach nur abnormal groß. Das ist so gesehen richtig, richtig tiergerecht, muss ich schon sagen. Ja, da bin ich schon ein bisschen rumgelaufen, tut mir leid. Und ja, das ist eine Pferdeweide, die ist auch riesengroß. Da vorne. Da geht's rein quasi für die. Und so wie es scheint, genau, ist es zum einen eine schöne Weide und zum anderen habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, hier reinzufahren und das ganze Gras hier zu mähen. Wie es auch bei einer realen Weide möglich ist. So, ich lasse da zwar die Tiere drauf, aber ich fahre dann trotzdem mindestens einmal im Jahr mit Mulcher drüber, um das alles eben zu machen. Oder wenn die nicht alles fressen, zwischendurch auch mal so und mäht das Gras. Und genauso ist es hier bei der Weide, da hinten bei der großen Kuhweide. Überall ist ein Gatter dran, wo man drauf fahren kann und quasi die Flächen doppelt nutzen kann. Da haben die Leute echt mitgedacht. Der Mod kommt übrigens von Cavalier Roy. Vielen Dank an der Stelle fürs Bereitstellen der Mod. Ihr findet natürlich wie immer den Link zur Mod in der Videobeschreibung. Ja, schön viele Felder hier.
Wohnhäuser zwischendrin mal. An einer Stelle ist auch ein kleines Dorf. Und wenn wir das Ganze hier anschauen, haben wir insgesamt 128 Felder und zwischendurch dann natürlich auch Waldstücke. Und was jetzt noch als Besonderheit dazu kommt, ist für den einen vielleicht ein Vorteil, für den anderen ein Nachteil. Kann man so sehen, kann man so sehen. Und zwar seht ihr hier die vielen kleinen Wege zwischen den einzelnen Feldern hindurch. Ich kann die Felder kaufen bis direkt an den Wegrand hin, ja. Aber den Weg hier an sich kann ich nicht kaufen. Der Weg an sich ist öffentliches Eigentum. Es kann sich niemand kaufen. Somit ist es nicht möglich, dass hier eine Person sagt, ja, ich möchte jetzt hier die zwei Felder zusammenlegen und ich mache hier einfach den Weg weg. Und für den anderen im Multiplayer ist es vielleicht der optimale Weg bisher gewesen, um seine Felder zu kommen, und jetzt muss er ewig außen rumfahren. Solche Spielereien gibt es auf dieser Karte nicht. Das ist, ja, ich finde es gut. Ja, dann ist fix, okay. Das Feld ist das Feld. Du musst dich an die Größen hier halten und mehr darfst du nicht tun. Und ja, gefällt vielleicht nicht dem einen oder anderen. Kann ich auch verstehen. Aber somit gibt es auf alle Fälle keine Scherereien im Multiplayer. Das steht damit schon mal fest. Ja, nicht nur Acker, sondern auch Wiesenland haben wir hier zwischendurch. Und ja, das muss man sich natürlich auch kaufen. Also ich habe mir hier unten beispielsweise den Hof gekauft, wo dann die Kühe hier die Weide haben. Aber ihr seht, der Kuhstall gehört zur Weide. Genauso wie da und da hinten. Also den Schweinestall habe ich offiziell noch gar nicht besessen. Das muss ich dann alles extra mit der Fläche dazu kaufen. Da haben sie sich richtig, richtig viel einfallen lassen. Biogasanlage. Ja, man kennt es, ist so eine Standard-Biogasanlage. Die Größe, die man offiziell so bauen kann. 500 kW. Alles, was dazugehört. Sogar mit Flutlicht da hinten in der Ecke. Bisschen ungünstig hinter die Bäume, aber okay. Hier ist dann quasi so der Shop, der Startpunkt von der ganzen Karte, wo ihr eure Maschinen kaufen könnt. Mühle. Das alles hier ist immer so. So ein paar kleine Zentren, die hier angesiedelt sind. Und auch ein richtig, richtig krass anderes Feeling geben die Straßen hier. Schaut mal, da ist überall rechts und links so ein schöner, ja, so eine schöne Hecke außen dran. Und wenn ihr hier im Traktor fahrt, ihr seht ja nicht wirklich um die Kurve rum. Genauso hier runter. Das ist einfach mal krass das andere Feeling, wenn ihr dann mit dem Traktor hier lang fahrt. Vielleicht ein bisschen Überbreite habt. Und auf einmal kommt euch da ein Auto. Oh nein, wir sind ja in England, die kommen ja auch auf der falschen Seite entgegen. Oh. Da hatte ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht, dass die auch noch links fahren. Dann müssen wir quasi auch woanders fahren. Na, das ist... Da ist schon mal Chaos vorprogrammiert, ja? Das kann ich euch sagen. Zwischendrin gibt es dann auch kleine Teiche und Seen. Wobei, so viel gibt es ja gar nicht. Da ist hier unten der eine. Und... Ja, das war's dann auch schon. Hier ist wieder so ein Hof. Da ist Maipole Exports, also Maibaum Export. Hier könnt ihr jede Menge Sachen verkaufen. Wenn wir es genau wissen wollen, müssten wir hier einfach so die ganzen, ja, Preise durchschauen. Aber fangen wir mal oben an. Moondogs Farmer Market, okay. Es ist nicht so die Hauptanlaufstelle. Es gibt ein paar andere Dinge noch.
Und so schaut die Karte von oben aus. Das ist im Endeffekt auch schon die ganze Karte. Komm, mal schauen, dass wir noch ein bisschen an eine steilere Ecke hinkommen. Hier oben vielleicht. Oh ja, genau hier. Also, wenn ich hier so aufsteige in die Luft, sieht man das gar nicht mehr so wirklich. Aber wenn er da ganz hinten in den Horizont schaut, da ist relativ eben, da geht es dann runter, hoch, runter. Ja, das Loch hier fällt jetzt auch nicht so auf, aber wenn wir dann halt mal auf Bodenebene sind, da geht es schon ganz schön runter. Und alles Mögliche hat es hier. Das ist quasi so ein bisschen eine Agroforstkarte, würde ich sagen. So viel Waldbäume, wie wir hier zwischendrin haben. Also, ihr könnt da auch gut Holz machen und könnt dann so ein Misch aus Land- und Forstwirtschaftsbetrieb führen. Ui, ach, da sind die Rehe mal wieder in der Luft. Wir kennen sie ja. Was haben wir noch Schönes? Schreinerei, Molkerei. Hier unten ist das Sägewerk, die Sommel, Traubenverarbeitungsanlage. Genau, hier ist wieder ein Hof. Spinnerei. Ist alles schön gut aufgeteilt. Hier ist der Viehhandel. Und das hier so. Müsste so ein kleines Dorfzentrum sein. Ist eine der wenigen Stellen, wo ich tatsächlich noch nicht war. Die Richtung stimmt. Nee, das ist tatsächlich auch ein Hof. Das ist auch ein Hof, den man sich kaufen kann, der jetzt aber noch keine fix vorinstallierte Mischte hat, die wir nutzen können. So wie die anderen Höfe. Liegt wohl einfach daran, dass wir hier Tiere haben, die kein Mist produzieren. Also damit auch Augen auf bei der Hofwahl, wo ihr jetzt hin möchtet, pflegt sich soweit alles schön in die Karte ein. Ihr habt jede Menge Unterstände, die ja, ihr nicht mehr extra bezahlen müsst. Klar, die Weiden und die Ställe müsst ihr extra kaufen. Aber ansonsten habt ihr schon relativ viel. Ja. Missionen gibt es ansonsten einfach alles wie auf einer ganz normalen Standard Giants Map. Keine besonderen Früchte, alles Standard. Gut, damit habe ich euch auch mal so einen groben schönen Eindruck von dieser Karte geben können, hoffe ich doch. Und nun liegt es an euch, ob ihr diese Karte spielen wollt oder nicht. Falls ja, holt sie euch über den Link in der Videobeschreibung. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.